Wir haben einen Angriff hier am Nordtor, wie die Wache gerade geschrien hat. Die Safe-Hack-Mission ist ein totaler Schwachsinn. Wo ist die Schwierigkeit? Am Schwierigkeit können wir es so auswählen. Und meine Damen und Herren, Gentlemen und Gentlewomen, wir machen es schwerer. Ultra. Alle mir nach! Was kommt hier? Okay, wenn wir einfach die Bolzen. Okay, nein, haben sie schon erledigt. Was ist das für ein fettes Ding da unten? Okay. Now the real fight starts. Goddammit. Der Typ ist mir einfach in die Schutzbahn gerannt. Was interessant aus, das Teil. Ich verbrauche lieber die Muni, wo es nicht so wichtig ist, wenn ich schon haufenweise Typen hier habe, die Schaden machen. Obwohl ich sowieso nicht viel treffe gerade. Oh, aber sie gehen auch nicht mich an. Komm schon, du gegen mich. Oh, okay. Ne, vielleicht auch nicht. Klappt damit. Das fette Viech lebt noch immer. Oh, letzten Schuss. Das Frank, der da am Boden liegt. Natürlich. Haben wir alles erledigt, Jungs? Wache. Schaut gut aus. Da klitscht mal schön alles. Ja. Die Tresor-Hack-Aufgabe ist ein Dreck. Also. Machen wir mit den anderen Missionen hier weiter. Und das mache ich wieder ein anderes Mal. Es wird wieder verschoben. Es wird wieder verschoben. Ja, ich glaube, da teleportiere ich mich lieber. Puh. Kampfdrohnen sprinten mal. Alles klar, Jungs. Muss ich hier rein? Ich glaube. Schauen wir mal lieber, was hier abgeht. Lagebericht. Warum hat das so lange gedauert? Ich hatte Schwierigkeiten im Krater. Die Outlaws. Das Menschenpack interessiert mich nicht. Hast du erledigt, was ich dir aufgetragen habe? Ja. Und ich habe mehr als sonst bekommen. Hier. Glaube ja nicht, dass mich das zufriedenstellt. Meine Geduld mit dir wurde zur Genüge strapaziert. Du wirst dich augenblicklich zu den Silos begeben und deine Elex-Ration einnehmen. Dein Mangel an Leistungsfähigkeit ist nicht länger hinnehmbar. Mit sofortiger Wirkung wird das abgestellt. Wird erledigt. Später habe ich wie... Nichts ist mehr so, wie du es kanntest. Was glaubt Boss? Skibo ist zurück. Was du nicht sagst. Nur frage ich mich, ob ich das dir zu verdanken habe. Ohne mich wäre er nie hier angekommen. Ich habe ihn den ganzen Weg über begleitet. Wenn es stimmt, was du sagst, wird er mir das sicher bestätigen können. Verdammt! Was war das? Nächster Angriff. Los, alle mir nach! Wir hatten doch gerade einen Angriff. Ja, nächster Angriff. Ich rieche schon den Angriff.
dass das explodiert. Was doch ist nicht. Passiert? Rede. Ich weiß es nicht. Ich will antworten. Skibor. Er war der Letzte, der... Der was? Er war hier und wollte sich seine Elex-Ration holen. Dann dieser Knall und... Das reicht. Du sorgst jetzt dafür, dass alle zurück an die Arbeit gehen. Ich übernehme ab hier. Jawohl. Du gibst mir jetzt eine klare Antwort. Ist das dein Werk, um uns weiteren Schaden zuzufügen? Was? Ich stand doch bei dir, als es passiert ist. Verkauf mich nicht für dumm. Nach Jahren der Abwesenheit schlägst du wieder auf, begleitest einen unserer Agenten und dann fliegt dieser mitsamt einem unserer Silos in die Luft? Zufall? Wohl kaum. Jetzt mach mal halblang. Welchen Nutzen sollte ich davon haben? Skibor hat jedenfalls keinen mehr. Ihn können wir vom Boden kratzen, während du hier stehst und alles abstreitest. Finden wir lieber heraus, wer wirklich dahinter steckt. Wenn du tatsächlich nichts damit zu tun hast, ist es in deinem eigenen Interesse, mir Antworten zu liefern. Also tu das auch. Dreh hier jeden Stein um. Ich will ein genaues Abbild des Geschehens. Ich muss Alexitor Arzog Meldung machen. In einer Stunde habe ich deinen Bericht. An die Arbeit. Was soll das? Effizient. Das nicht zu sehen. Aber das Elex, was ist mit... Einfaches Metall. Das ist dir aufgefallen. Darum wird sich gekümmert. Wer und wann? Commander Irissa. Und jetzt Schluss mit den Fragen. Die Agenten werden alles klären. Euch hat nur die Arbeit zu interessieren. Abmarsch! Marsch! Jo. Was willst du? Kannst du mir mehr über die Explosion erzählen? Sie war gewaltig. Es hat mich glatt von den Beinen geholt. Was ist unmittelbar davor geschehen? Das, was ich Commander Irissa auch erzählt habe. Skibor wollte seine Elex-Ration abholen. Und kurz nachdem ich ihn vorbeigelassen hatte, flog hier alles in die Luft. Hat er sich irgendwie verdächtig verhalten? Nein. Er trug auch nichts bei sich, womit sich diese Sprengkraft erklären lässt. Eine Apparatur, die dazu imstande wäre, hätte ich sofort bemerkt. Könnte jemand schon vorher eine Bombe am Silo angebracht haben? Ausgeschlossen. Der gesamte Bereich wird ununterbrochen überwacht. Irgendetwas oder irgendwer muss die Explosion herbeigeführt haben. Ich verstehe es auch nicht. Mit Logik lässt sich der Vorfall nicht erklären. Das ist auch alles, was ich dir dazu sagen kann. Müssen wir halt reinhaupten. Ist das Skibor? Jede Menge Gewebe. Die Explosion muss Skibor auseinandergerissen haben. Schade. Das Metall hier sieht nicht so aus, als wenn es vom Silo stammt. Ungewöhnlich. Kann ich hier reingehen? Ja. Schwefel. Garantiert kein Bestandteil des Silos. Passt zu einer Bombe. Mehr erfahre ich wohl nicht. Ich sollte Irissa in... Elex aus dem Silo. Stark verunreinigt. Mehr erfahre ich wohl nicht. Ich sollte Irissa in Kenntnis setzen. Ich habe jetzt nicht gerade viel gelernt. Sicher, dass da nichts mehr ist. Wo ist die Mission? Na dann. Sie ist beim Big Boss. Da war ein Vogel. Du warst das Vogel. Etwas Interessantes hier drin. Ein bisschen Elex. Ein bisschen viel Elex. Oink. Ah, mein Ignaton. Ah, Silkabor. Vielleicht sein Haus auch gerade, das ich bestehle. Juxel, was geht ab, Mann? Außer explodierende Silos. Wo ist sie gerade? Ah, hier, sie geht wieder rein. Yo, Big Boss. Hast du die Informationen, um die ich dich gebeten habe? Was genau beim Silo passiert ist, kann ich dir nicht sagen. Aber alles spricht für einen Bombenanschlag. Aber sicher doch. Und als nächstes erzählst du mir, Skibor war der Urheber. Das ist nur eine Möglichkeit. Aber es ist eine.
Neben seinen Überresten habe ich auch noch Metall entdeckt, das nicht vom Silo stammt. Fremdes Metall? Dann ist das wohl doch ein Indikator, dass an deiner Bombentheorie etwas dran sein könnte. Trotzdem benötige ich stichhaltigere Beweise. Alexitor Azog will Fakten. Du wirst welche liefern. Gut. Wie geht es weiter? Da die Spuren beim Silo nur unzureichende Ergebnisse geliefert haben, benötigen wir einen neuen Anhaltspunkt. Was ist mit Skibors Vergangenheit? Vielleicht finden wir dort ein paar Antworten. Das bezweifle ich. Unsere Agenten genießen Privilegien. Sie in Frage zu stellen, kann ungeahnte Folgen haben. Privilegien interessieren mich nicht. Wenn ich den Fall aufklären soll, dann zu meinen Bedingungen. Nun gut. Da die Zeit drängt, bin ich bereit, eine Ausnahme zu machen. Du erhältst hiermit die Erlaubnis, seine Unterkunft zu inspizieren, bevor wir ein weiteres Silo verlieren. Wo befindet sich Skibors Unterkunft? Im Sektor der Agenten, wo auch sonst. Oh, wo waren denn noch schnell? Muss ich die Mission wieder extra auswählen? Natürlich. War ich da nicht gerade früher drin? Nee, ist ein anderes Haus anscheinend. Komme ich da hinten rum überhaupt hin? Nee, Mist. Jetzt bin ich wahrscheinlich auch zu schwach, dass ich da hochfliege. Oh, come on, big money. Oi! Passt. Ist ja lächerlich. Warte mal. Hätte ich einfach nur bei ihr reingehen müssen? Goddammit. Oh, kann ich gleich in seinem Bett schlafen? Ja, genau, hier ist es drin. Ortsgebrannter. Das schaut nach einem Beweismittel aus. Besen. Klarer Elix-Trank, das ist auf jeden Fall ein Beweismittel, das ich mir gleich gönnen werde. Interessantes Outfit. Naja, ist es im Obergeschoss? Oder finde ich hier drinnen einfach nichts? Hm. Wahrscheinlich doch im Obergeschoss dann. Wenn ich einen Weg hier rauf finde. Nee, das kann nicht hier. Das kann nicht sein Zimmer sein, weil da kann sie da ja direkt durchspähen. Davon verstehe ich nichts. Natürlich nicht. Wo ist die Stiege? Hier. Oh! Wir laufen 10-mal falsch. Was machst du hier? Du unterbrichst eine laufende Ermittlung. Hast du auch einen Namen? Zarek. Und jetzt, wo das geklärt ist, kannst du gehen. Wenn hier einer gehen muss, dann du. Ich bin im Auftrag Irissas hier. Irissa? Das ändert einiges. Wir wollen das Gleiche. Auch ich soll herausfinden, wer für die Zerstörung des Elex-Silos verantwortlich ist. Sie hat dich mit keiner Silbe erwähnt. Das wundert mich nicht. Alexitor Azog gab mir den Auftrag. Du er will die Untersuchung intensivieren. Deswegen arbeiten er und Commander Irissa parallel an der Aufklärung des Vorfalls. Nur stoße ich an die Grenzen des Machbaren.
Wir sollten also kooperieren. Ich arbeite allein. Ich für gewöhnlich auch. Nur sind nicht wir es, die das zu entscheiden haben. Wenn eine Zusammenarbeit schnellere Ergebnisse liefert, dann ist dies im Sinne Elexitor Arzogs. Sich seinem Willen zu widersetzen, ist nicht zielführend. Konzentrieren wir uns daher auf das akute Problem. Und was hast du bisher herausgefunden? Bisher deutet nichts auf eine Beteiligung Skibors hin. Diese Unterkunft unterscheidet sich nicht signifikant von den anderen. Gleiche Einrichtung, gleiche Ausstattung, mit einer Ausnahme. Der Tresor. Mir ist es bisher nicht gelungen, ihn zu öffnen. Wo liegt das Problem? Ich verfüge gegebenenfalls über die Expertise, Abhilfe zu leisten. Das bezweifle ich. Außerdem habe ich bereits eines der Probleme gelöst. Ich konnte zwar eine Sperre aufheben, die es unmöglich gemacht hatte, einen Code einzugeben, nur ist mir dieser nicht bekannt. Vielleicht lässt er sich hacken. Das habe ich bereits überprüft. Diese Möglichkeit scheidet aus. Wir rücken erst ab, wenn das Ding offen ist. Gib mir Bescheid, wenn du etwas gefunden hast. Seltsam. Schlechter Zeitpunkt. Richtig. Jetzt habe ich extra in Hacken reingesteckt. War doch nicht was. Da war was. 10:32, 13:57, 19:48, 23. Schlechter Zeitpunkt. Wann das? War das nicht ein Code? Hat da schon mal ein Chaos gemacht. Schlechter Zeitpunkt. Hat der mit Falkners das übernehmen? Nein. Oh. Nichts. Ich habe einen Audiolog gefunden, das einen Hinweis auf den Tresorcode geben könnte. Meinen Respekt. Ich muss ihn übersehen haben. Aber warum glaubst du, enthält er den Code? Weil er eine wahllose Aneinanderreihung von Zahlen beinhaltet. Was waren das für Zahlen? 10:32, 13:57, 19:48, 23. Nur habe ich den Eindruck, dass die Nachricht unvollständig ist. Von wegen wahllos. Das sind Zeitangaben. Und ich weiß, welche Ziffern fehlen. Woher? Weil Skibor zu exakt diesen Zeiten seine Elex-Rationen zu sich genommen hat. Ich musste sie damals für ihn berechnen. Die Zahl, die fehlt, ist die 14. Und ich bin sicher, wenn die drei anderen Zahlen zu keinem Ergebnis führen, wird die letzte unser Türöffner sein. Probier's aus. Dann werden wir sehen, ob ich recht behalten habe. Was muss ich jetzt... Oh, jetzt kann ich mir die Zahlen nochmal anhören. Goddammit. Wo ist das Audiolog? 10:32, 13:57, 19:48, 23. Ah, das letzte war 14. Ah, nochmal. 10:32, 13:57, 19:48, 23. Geht doch. Kleriker? Mal sehen, was Zarek davon hält. Skibors Tresor ist offen. Und was war drin? Klerikerkleidung. Sagt dir das irgendwas? Im Gegenteil. Ich habe nur noch mehr Fragen. Aber ich will sie mir mal genauer ansehen. Oh. Sie muss einen Hinweis enthalten. Nein, ich behalte sie. Ich dachte, wir arbeiten zusammen. Außerdem hast du mir einen großen Gefallen getan. Zeit, dass ich ihn erwidere. Und was hat die Kleidung damit zu tun? Dein Ansehen unter den Alps ist begrenzt. Das zu ändern, bedarf einiger Sorgfalt.
Wenn ich Irissa das Zeug bringe und deine Beteiligung an der Sache hervorhebe, wird sich dein Ruf im Depot schlagartig verbessern. Mhm. Als Scout und Abgesandter Azox hat mein Wort einiges an Gewicht. Nein, die Kleidung bleibt bei mir. Warum? Erstens darf bezweifelt werden, dass dir die Sachen passen, und zweitens kannte ich Skibor besser als du. Wenn du mir das Beweismaterial vorenthältst, entgeht uns vielleicht der entscheidende Hinweis. Oder muss ich dich darauf hinweisen, dass auch du zum Kreis der Verdächtigen zählst? Ja, du ich auch. Ich wollte es vermeiden, dich auf diesen Umstand anzusprechen, aber du lässt mir ja keine Wahl. Es sollte also in deinem Interesse sein, zu kooperieren. Nein. Welchen Teil von Nein verstehst du nicht? Du hast meine Geduld lange genug strapaziert. Wenn du nicht Vernunft annehmen willst, nehme ich sie mir einfach. Probier's. Hey! Was? Mit dir rede ich nicht mehr. Wirklich? Was ist denn das jetzt? Ja, hallo? Wo rennst du hin? Gehst du jetzt betzen? Echt jetzt? Was willst du hier? Ich bringe neue Erkenntnisse in Bezug auf den Anschlag. Dann merk dir, was du sagen willst. Ich habe etwas mit deinem Nebenmann zu klären. Warum arbeitest du mit einem Scout von Azog zusammen? Das war nicht Bestandteil deines Auftrages. Zarek war vor mir in Skibors Unterkunft. Das ist gelogen. Ich konnte ihn gerade noch aufhalten, als er wichtigerweise vernichten wollte. Genau. Willst du mich verarschen? Was soll der Scheiß? Seine Reaktion spricht für sich. Am besten lässt du ihn aus dem Depot entfernen. Das könnte dir so passen. Ruhe! Was sind das für Beweise? Ich habe in Skibors Tresor eine Kleriker-Uniform ausfindig gemacht. Der Fall ist klar. Skibor war ein Doppelagent und Jax sein Komplize. Klar ist nur, dass ich dir einen auf die Fresse gebe. Schluss jetzt! Ich bin an Fakten, nicht an Unterstellungen interessiert. Du wirst dich unverzüglich zu Azog begeben und weitere Befehle abwarten. Aber... Abmarsch! Jawohl, Commander. Und von dir habe ich eine korrekte Ausführung des Auftrages erwartet. Keine weiteren Komplikationen. Zarek versucht, mich reinzulegen. Persönliche Kleinkriege interessieren mich nicht. Dir ist wohl noch immer nicht klar, was auf dem Spiel steht. Weißt du, was passiert, wenn das Depot fällt? Wenn weitere Anschläge unsere Moral erschüttern? Schon jetzt ist es uns kaum möglich, den Fremden Einhalt zu gebieten. Ohne unseren Widerstand fällt nicht nur Ignadon, dann fällt alles. Die Sicherheit dieses Stützpunktes garantiert die Sicherheit aller. Ich habe getan, was du wolltest. Was willst du noch? Ich will, dass du an der Sache dranbleibst. Zareks Herangehensweise ist schlecht. Er arbeitet unfokussiert und zieht die falschen Schlüsse. Was es mit dem Anschlag auf sich hat, wer alles dahinter steckt, muss restlos aufgeklärt werden. Wenn mir weiterhin Steine in den Weg gelegt werden, wird daraus nichts. Das sehe ich anders. Es ist euch gelungen, eine Spur zu finden. Ich ordne daher an, dass eure Kooperation fortgeführt wird. Du wirst deine Erfahrung einsetzen und unter Zareks Kommando zu den Klerikern aufbrechen. Was? Wenn Skibor wirklich ein Doppelagent war, werden in ihrer Basis Beweise dafür zu finden sein. Einverstanden. Ich finde heraus, ob die Kleriker an der Sache beteiligt sind. Ihr, nicht du. Zarek kontrolliert dich, du kontrollierst ihn. Wache! Solange sich Jax im Depot aufhält, wirst du ihm nicht von der Seite weichen. Er soll unverzüglich mit Zarek zu den Klerikern aufbrechen. Zu Befehl, Commander. Ich brauche keine Aufpasser. Und ich brauche keine weiteren Komplikationen. Oh. Geh jetzt, sprich mit Zarek. Du hast den Commander gehört. Los geht's. Exzellent. Exzellent, ja, ja. Ja, finde ich auch. Ich habe einen doppelten Begleiter. Zwei Begleiter. Jetzt fehlt nur noch Crony. Ich will zuerst noch zum Commander, zum Big Boss Azog. Okay, wo sind wir? Ignadon, Koras Expedition.
Okay. Welches Gebäude war es? Das linke. Das linke war es. Big Boy. Big Boss. Oh. Hab schon. Jax. Oh, Mist. Mist. Oh. Für den Zeitpunkt, wo ich das Video hochgeladen habe, weiß ich wahrscheinlich auch, woran es liegt. Jo. Wegen Cora. Du willst... Stärke. Sieh mich an. Mit mir sollte die Expedition kein Problem sein. Dann schaffst du es bestimmt auch, die Expedition zusammen mit Cora allein zu führen. Diese merkwürdigen Mutanten sollten für dich ja dann kein Problem darstellen, oder? Ich... Hiermit genehmige ich die Expedition. Du und Cora werden unverzüglich aufbrechen. Viel Erfolg. Okay. Ich suche Zarek. Er hat mir berichtet, was vorgefallen ist. Angeblich bist du keine große Hilfe gewesen. Was genau willst du von ihm? Ich soll mit ihm zu den Klerikern aufbrechen. Sie könnten an dem Anschlag auf das Silo beteiligt sein. Da ich davon ausgehe, dass Commander Irissa diese Anweisung erteilt hat, stelle ich ihn für diesen Zweck frei. Such im Sektor der Kollektoren nach ihm. Er wollte dort irgendeiner Sache nachgehen. Los, ab mit dir zu den Kollektoren. Das hatte ich vor. Gut, der Befehl ist ohne Verzug umzusetzen. Und jetzt mach dich auf den Weg. Hi. Koras, stelle Zarek zur Rede. Yep. Okay. Nein. Runterfallen, checkt. Wir nehmen den schnellen Weg hinaus. Oh. Damit geht's zu den Klerikern, da wollte ich sowieso hin. Das passt mir gut. Mal schauen, was bei denen so abgeht. Bisschen. Dann noch in Intelligenz und. Zurück in die Formation! Bild. Ich hatte. Kann ich hier noch was lernen? Nein. Aus da. Nip. Genug! Zurück in die Formation! Nächster! Oh. Ich traue den Agenten nicht. Dein Misstrauen ist unbegründet. Ich traue dem Agenten auch nicht. Überhaupt Zarek. Zarek. Du brauchst zu lange. Beweg dich schneller. Ich bin schon da. Gut. Hauptsache, du lässt mich in Ruhe. Erst wenn du mit Zarek aufgebrochen bist. Ja, bin schon da. So sieht man sich wieder. Ja, und? Du bist mir eine Erklärung schuldig. Und du bist mir im Weg. Hast du geglaubt, ich lasse dir die Nummer bei Irissa durchgehen? Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Unterlass die Drohungen. Konzentrier dich auf den Auftrag. Auftrag? Irissa hat befohlen, dass wir gemeinsam zu den Klerikern aufbrechen. Hat sie den Verstand verloren? Hüte deine Zunge, Scout. Mir gefällt es ebenso wenig wie dir. Ha, einem Verräter und Mörder zur Seite stehen. Wenn's dir nicht passt, klär das mit Irissa. Ich hab sowieso genug von dir. Du weißt so gut wie ich, dass man sich ihren Anweisungen nicht widersetzt. Yep. Hat sie sonst noch was gesagt? Hey, ho, let's go. Du hast das Kommando über die Mission. Alles andere hätte auch keinen Sinn ergeben. Bring deine Ausrüstung auf Vordermann, bevor wir aufbrechen. Ich sehe nicht ein, unterwegs meine Munition mit dir zu teilen. Wenn du alles hast, triff mich beim Südausgang. Mein Auftrag ist erledigt. Von eurem Erfolg hängt unsere Sicherheit ab. Vergiss das nicht. Heißt das, ich bin dich los? Das heißt, dass ihr euch reinhängen sollt. Ausrüsten und abmarschieren. Fulminanz. Yes. Fulminant? Da freut sich Frank, wenn wir zu den Klerikern gehen. Wer bist du? Hey, du. Hast du vielleicht eine kleine Ration für einen verzweifelten E9er?
Bettelst du mich etwa um Elex an? Ich brauche nicht viel. Ein paar Brocken, um über die Runden zu kommen, bis ich meine nächste Ration krieg. Also, hast du jetzt was für mich? Mal sehen, was ich dir geben kann. Alles. Das sollte erst einmal für eine Weile reichen. Wow, wo hast du denn das alles her? So viel Elex habe ich seit Jahren nicht mehr auf einem Haufen gesehen. Danke dir vielmals. Es ist selten, dass ich hier überhaupt etwas bekomme. Wenn du mal wieder etwas auftreibst, denk an mich. Fantastisch. Ah, das gefällt ihm. Ah, Bett, genau, das wollte ich. Dann schauen, ob wir... Was wollte ich noch? Schauen, ob ich beim Safe-Knacken was weiterschalten kann. Okay. Was auch immer. Dann stellen wir gleich mal weiter. Großen Fleisch, geil. Oh, ich sollte jetzt erst Quick saven. Zuerst geben wir den Armen. Ja, einfach nur nach links und rechts wischen. Alphose. Das wird doch gut und mehr aussehen, oder? Besser? Genau das gleiche. Oh, ist ziemlich das gleiche. Kann ich die anlassen, das passt zum Outfit. Die wird dann verkauft. Hey, hast du eine halbe Ration für einen armen E9er? Habe ich dir neulich nicht erst etwas gegeben? Und gar nicht so wenig, wenn ich mich recht erinnere. Ach, du bist das gewesen. Ich versuche nur, mir einen kleinen Vorrat aufzubauen, damit ich was hab, wenn die Schübe kommen. Also, hast du jetzt noch was für mich? Echt jetzt? Echt jetzt? Lass mich in Ruhe. Alles klar, verstanden. Wird nicht wieder vorkommen. Echt jetzt? Was zum Teufel? Ach du. Was haben wir hier? Was brauche ich? Oh, zu viel. Zu viel brauche ich. Das wird wohl nichts. Wie lang sind wir schon in der Episode, bevor wir zu den Klerikern aufbrechen? Ja, Episode vorbei.